Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Daily Vlog aus dem, ihr seht's, verschneiten und sehr kalten Brandenburg im Havelland, ne? Alter, minus 10 Grad. Was war da los heute Nacht? Oh, ich habe noch nicht meine dicke Jacke an, so viel sage ich euch. Ich mache das Zwiebelprinzip aktuell. Pullover mit Kapuze, hinten schön warm. Dicker, weiß ich, die Fließjacke und darüber nochmal eine dicke Thermojacke. Alter, ich bin so eine, wie eine Katze, ne? Bei schlechtem Wetter nicht vor die Tür. Ja, Leute, heute was Besonderes. Ich habe euch das Ding, unsere alte Hofdame, nennen wir das mal, auch ins schöne Licht gerückt. Ah! Wartet mal. Das wäre sonst schief gelaufen, ne? Tagesaktuell. Ah, jetzt habt ihr das Datum nicht. 15. Dezember, Mann, ich will euch nicht entsperren. Da, 15. Dezember. Habt ihr gesehen, wenn ich Pause drücken hatte. Nicht, dass wir hier rausfliegen wegen so einem kleinen Förmlichkeitsfehler. Ich habe euch die alte Hofdame hingestellt. Tada! Da ist er. Ihr habt euch das gewünscht. Ich gehe natürlich auf eure Wünsche ein. Ihr habt eine Kopfkamera schon vorbereitet, ne? Ich sage euch so ein bisschen was zu dem schönen Ding jetzt vorher. Und danach zeige ich euch mal, wie funktioniert das. Wie fährt man mit der Schaltung? Das war nämlich interessant für viele. Den gibt es nämlich auch im Landwirtschaftssimulator, ne? Und viele sind halt nicht Landwirt, sondern kennen das nur digital. Für euch will ich das mal zeigen. Und wofür wird er benutzt? Und wie funktioniert das zum Beispiel mit diesem, mit dem Frontlader, mit der Quicke Q65, ne? Zum Ersten, das ist unsere alte Dame, 91er Baujahr, wenn ich mich nicht täusche. Und der macht Hoflader, ne, macht eigentlich nur noch Hofarbeiten. Dazu zählt halt Getreide verladen, ne. Wir haben einen Big Pack Haken. Da kannst du einen Big Pack einhängen, kannst du so ein bisschen in der Höhe verstellen, um besser über die Sämaschine zu kommen. Wir haben eine Strohgabel da hinten. Und wir haben noch diese Hochkippschaufel, was der aber nicht benutzt, ne? Das machen wir an unserem, wir haben ja zwei Frontlader, wir haben ja an unserem 810er Axion auch nochmal einen, ne? Dran, diese große Hochkippschaufel auf den LKWs, da benutzen wir lieber den großen, muss ich dazu sagen. Wenn wir zum Beispiel mit dem hier eine Tonne Big Pack machen, hängen wir uns meistens auch hinten über diesen Dreipunkt hier, hängen wir uns schön noch eine Tonne ran. Wir haben ja hier zum Glück genug Gewichte hinten rein, damit der nicht, also der neigt dazu, so ein bisschen zu schwanken, ne? Ja, das sind die Aufgaben, die er noch zu tun hat. Ansonsten sowas wie Kalkladen. Dafür wird er noch benutzt. Also wir haben ja dann den Kalksteuer draußen. Meistens synchron fährt einer mit der Scheibenegge irgendwo. Somit ist der 810er weg. So kann er Kalkladen und der 870er kann Kalk streuen. So in der Verbindung. Ich habe auch kleiner Funfact. Ich habe das mal fast geschafft, den hier umzulegen. Habe eine dicke Molle voll gemacht vorne mit Kalk. Kalk kann schwerer sein, als es aussieht. Und auf einmal merke ich so, beim Hochheben stand an so einer leichten Schrägen. Ne? Also war schon so, dass das so schräg war, er schon leicht geneigt war, nach vorne zu kippen. Mich hat der Kalkstreuer, unser Bredal, hat mich gehalten. Habe dann ganz langsam probiert, mich ranzutasten, den so überkippen zu lassen. Ne? Dass es rausfällt, der Kalk dann rein in den Streuer, hat geklappt. War eine ganz schöne Schräglage, also so ein bisschen Hügelchen nach links noch auf dem Vorderreifen, ne? Und wir werden definitiv zur Seite weggekippt, ne? Ja, ne, 51-50 Case, unser Eisenschwein, ne? Macht aber immer noch Spaß. Nicht wundern, wenn wir da gleich reingehen. Das Ding ist dreckig, genau. Eine Aufgabe, die er immer noch erledigt, ist die, weswegen der auch sehr dreckig ist im Fußraum. Ich habe gerade schon so ein bisschen ausgefegt. Steine sammeln, Leute. Wir haben ja da hinten einen wundervollen Haufen Steine, von klein bis groß, und da nehmen wir nicht den 870er, ganz einfacher Grund, der 810er meine ich, der 810er, der hat einfach noch eine Stufe mehr, zwei Stufen mehr, und du musst höher ein- und aussteigen, und meistens gehen wir alleine auf Pirsch, das heißt, einer von uns fährt los, wenn wir alle so ein bisschen Zeit haben, fahren mehrere los, dann haben wir da hinten so eine kleine Plattform, die kannst du hinten reinhängen und dann können mehrere los, aber ansonsten fahren wir mit dem Kleinen, und ihr seht, was hier teilweise, ne, für Brocken rausholen. Könnt ihr den hier sehen? Boah, ich weiß nicht. Schätzt mal in den Kommentaren, was der wiegt. Ich würde den so auf 300 bis 500 Kilo schätzen. Und dann seht ihr ja hier, ist meistens so, dass wir bis, es kommt ja auch auf die Befahrbarkeit drauf an, ne? Es ist sehr matschig. Dann geht es, bis der Frost raus ist, ne? Bis anfängt zu schmattern.
Geht das halbwegs, dass du da in die super Riefen reinfährst, kannst du ihn nehmen. Meistens ist es gegen Mittag, aber sind genug Hektar ja, abgefahren und gegen Mittag gehst du eh rein, lädst einmal ab, kochst dir ein Teechen, machst dir ein warmes Süppchen und dann geht das, wenn das vom Wetter her geht, so wie heute zum Beispiel mit aktuell immer noch minus 5 Grad, fährst du zum Nachmittag nochmal mit der leeren Molle raus. Ja, ich gehe mal einmal noch mit euch rum. Ansonsten, der hat 3 Gruppen. 1, 2, 3 könnt ihr sehen. Der hat ja den DDR-Anschluss, also den alten, wie auch den zweikreisigen. Der hat noch einen Rücklauf. Ich weiß gar nicht, für was der den bekommen hat. Ah, kann sein, dass es die Canagro ist. Die Überladeschnecke. Bin ich mir gerade unsicher, ne? Weiß ich nicht. Ja, ansonsten ist er natürlich schon über die Jahre so ein bisschen in Mitleidenschaft. Ne, ihr seht, da hinten ist die Scheibe ein bisschen kaputt. Er ist auch innen drin nicht mehr der neueste. Der Stoff ist ein bisschen ab und so. Ne? Ist halt ein richtig uriger Hofschlepper. Hat hier so ein bisschen mal ein Trefferchen erwischt. Hier die Klappe existiert nicht mehr. Aber ich sag mal so, der erfüllt seinen Zweck. Der läuft gut. Und sollte der mal nicht mehr sein, gehe ich ganz stark von aus, dass man sich irgendwie einen kleinen Teleskoplader holt. Entweder ein Weidemann. Klaas ist einfach zu teuer. Wenn Klaas mir natürlich einen hinstellen würde übers Jahr und sagt, Jan, hier, viel Spaß, ist eine andere Sache, dann würde ich natürlich einen Skorpion bevorzugen, aber für das, was wir machen und transportieren und blablabla, ist der einfach zu teuer. Also ich denke, da so einen kleinen Weidemann, den dann irgendwann in Zahlung geben, je nachdem, was man noch dafür bekommt. Ne? Aber ehrlich gesagt, verkauft bekommst du eigentlich alles. Und wenn es in den Ostblock geht, also so alte DDR-Technik, meist gar nicht nach Polen. Ich habe einen polnischen Händler, auch alles offiziell mit Rechnung und bliblablub, also da ist uns auch nichts nachzusagen, das ging auch schon durch die Steuerprüfung. Aber ich habe einen polnischen Händler und der verkauft meist weiter nach Weißrussland, Ukraine, Belarus und so, ne. Der sagt immer, Jan, wie hieß der denn, Alter? Arek hieß der, glaube ich. Arek, ich komme jetzt auf den Namen nicht. Richtig schlecht, aber ist egal. Der sagte mal, Jan, wir Polen fahren bessere Zeug als ihr Deutschen. Geht weiter in Ostblock, weiter, viel, viel weiter. Wir fahren gute John Deere. Das ist immer der Spruch. So, genug geschnackt zu denen. Wir wollen ja die Videos immer nicht künstlich in der Länge ziehen, ne? Wisst ihr Bescheid? Ich würde mit euch Kopfkamera und mal eine Runde fahren. Der ist schon ein bisschen warm gelaufen. Ich habe den schon ein bisschen laufen lassen. Bin auch schon ein bisschen gefahren mit dem Kopfkamera. Ich zeige euch mal einmal die Schaltung. Zeige euch mal einmal, wir fahren mal in den Getreideberg rein. Würde ich sagen, ich muss die Kopfkamera gerade holen. Und ja, dann habt ihr mal so einen Überblick, so eine kleine Cap-View oder wie man das schimpft. Ne? Bis gleich. So, Freunde, los geht das. Ich hoffe, dass das vom Winkel her irgendwie passt. Ne? Auf dem Stirn die Kamera. Auf der Stirn die Kamera. Da sieht man natürlich nicht viel vom Bildausschnitt aktuell. Ne? Nicht wundern, wie gesagt, der ist sehr, sehr dreckig hier unten. Man, wo man arbeitet, nee, wie ging das? Wenn gehobelt wird, fallen auch Späne. Ne? Hab mir das Lenkrad jetzt runtergezogen für die Nichtlandwirte. Vorwärts, rückwärts fahren, ist klar. Hier ist der Blinker, hier ist so ein kleiner Knauf noch dran. Wir drehen als erstes den Zündschlüssel um. Wie gesagt, der war schon warm, nicht wundern, dass das so schnell geht. Und dann haben wir auch schon das Spannende für euch, und zwar hier haben wir die Gruppen, hier haben wir die Gänge. Das heißt, er ist jetzt in der dritten Gruppe, erster Gang. Wenn ich jetzt erste Gruppe, erster Gang gehe und lege den Fahrhebel um, gehe von der Kupplung runter, dann merkt er jetzt schon, der rollt los, ne? Wenn ich jetzt einmal hochschalte, zweimal oder dreimal, dann wird das schneller, ne? Wenn ich jetzt die Kupplung kurz drehte und in den zweiten gehe, erster Gang, rollen wir noch schneller. 2, 3, 4. Und so geht das halt weiter, bis du halt den vierten Gang drin hast. Da musst du natürlich schon ein bisschen anrollen, ein bisschen Gas geben. Und dann kannst du mit ihm auf 40 fahren, ne? Willst du gerade nicht, das ist sehr, sehr, sehr glatt hier, ne? Aber so funktioniert das Prinzip dieser Gruppen und dieser Schaltung, ne? Ich gehe jetzt zum Beispiel meistens für Arbeiten auf den Hof, gehe ich in die 3 und dann bleibe ich in der 3 drinne und bleib halt dann hier in der 2 oder 1, weil sonst kriegst du auch Probleme mit dem Frontlader sozusagen. Müssen mal gucken, ich glaube, die Post ist da. Wartet mal, wir fahren mal hier rum. Nee.
Ah, ich warte auf die Post, Leute. Mal schauen, wann der kommt. Der ist hier eben vorbeigefahren, ne? Wie gesagt, ansonsten bekommt ihr nämlich, wenn ihr Frontladerarbeiten macht, Probleme hier. Also ihr könnt auch zum Beispiel in die 2 und 4 gehen. Dann fährt er auch recht knackig los, ne? Und dann fahren wir mal ganz kurz in die Halle rein. Und dann sollte das laufen. Hier oben haben wir noch so eine schönen Sachen wie Klima, wie Heizung, Scheibenwischer, ne? Radio, alles was er so braucht in so einem alten Traktor, in so einem alten Maxum. Da fahren wir mal rein. Nicht wundern, Halle wurde voller. Von meinem Schwager, das Auto steht jetzt hier drin. Jetzt steht der Wohnwagen von einem guten Kumpel von mir drin. Und hinten steht noch der Sprinter von einem anderen guten Kumpel, der damit Europareisen macht. Da hinten das schöne rote Ding. So, dann jetzt so zur Bedienung vom Frontlader. Wenn ich es zu mir ziehe, geht das hoch. Wenn ich den runter drücke, geht er runter. Wenn ich nach links mache, das werden die meisten noch kennen aus dem Landwirtschaftssimulator, kippt er an, wenn ich nach rechts mache, so rum. Wenn ich ein bisschen Gas gebe, wird er dabei ein bisschen flinker. Ne? Wir dürfen jetzt nicht vergessen, das ist recht träge, das sind Minusgrade und das Öl ist kalt. Ne? Jetzt gehe ich, ich bleibe in der 3, wie ich gesagt habe, gehe mal in die 1. Dann fahren wir mal rein in den Haufen, müssen aufpassen, haben jetzt natürlich Schnee an den Reifen, dass wir da nicht zu weit reinfahren. Fahren mal rein. Jetzt ist vorne die Molle voll. So um die 300, 400 Kilo. Und so einfach funktioniert das. Ne? Wenn ich jetzt nach rechts den hier drücke, wo der hier wieder im Weg ist, dann lässt er das Getreide auch wieder raus. Ne? Bei dem... Also wir können uns mal überlegen, ob wir vielleicht bei dem... Klar ist das nochmal machen bei dem 810er. Wir können ja mal nach hinten fahren, wo ich den jetzt abparke. Denn bei dem 810er, da haben wir natürlich noch andere Tasten. Das ist auch alles, hier ist es noch richtig mit Bautenzug und alles. Ne? Da ist es schon elektronisch, elektrisch. Und da habt ihr zum Beispiel für die Hochkippschaufel, die kippt ja vorne sozusagen, also die kann hoch, runter. Und dann kann die diese Schaufel an sich ja nochmal abkippen. Was ist ja bei, warte mal, ich mach mal aus. Was es bei LKWs ja ziemlich einfach macht, mit der oben drüber zu kippen. Das funktioniert mit einem Seitentaster. Wenn euch das Video so gefallen hat, können wir ja gerne nochmal... ich habe gesehen, das funktioniert auch, wenn er aus ist, ne? Wenn euch das Video so gefallen hat, können wir das im 810er auch nochmal machen. Ich würde euch sagen, ich hau mir gleich noch die andere Kamera nochmal hinter, dann seht ihr mich nochmal. So, meine Lieben, ihr seht, Jacke ist schon an. Das geht jetzt nach Hause, ich muss mir das Video noch fertig schneiden, aber in der Sonne... Ist das echt geil, ne? Ich nehme das zurück, da ich wie eine Katze bin. Ich bin halt nur gerne in der Sonne. Bin also kein Vampir, Leute. Nee, Spaß beiseite. Ich hoffe, das Video hat gefallen. Ich habe mir da drinnen gerade schon mal kurz angeguckt. Ist ein bisschen schräg geworden. Ich hoffe, ihr erkennt trotzdem alles. Das tut mir leid. Aber das machen wir jetzt so, ne? Ich mache jetzt nach Hause los. Schneid das Video fertig. Dann müsste eigentlich auch schon die Family kommen. Plus Mama. Denn Frau Farming und ich sind heute noch eingeladen. Weihnachtsfeier. Brandenburger Landtechnik. Werden wir hin. Ich denke aber ohne Kamera, Leute. Da ist hoffentlich was richtig zu essen. Ne? Ich freue mich schon drauf. Eigentlich waren die mal ganz gut. Gut, die letzten Jahre war, glaube ich, nicht wegen Corona. Ja. Ich mal los, Leute. Ich hoffe, war was Cooles. Habt ihr noch Wünsche zu den Vlogs und so? Ihr habt noch Ideen, so ist nicht. Aber habt ihr noch Wünsche? Schreibt mir die mal alle rein. Was wollt ihr noch sehen? Wo habt ihr Lust drauf? Inspiration ist immer was Schönes. Hat es euch bis hierhin gefallen, habt das bis hierhin geguckt, habt da den Daumen hoffentlich nicht vergessen. Und natürlich auf Abonnieren irgendwo, weiß ich nicht, irgendwo abonnieren. Und wir sehen uns morgen wieder, denke ich. Morgen der 16. Ja, hab Geburtstag nächste Woche, Leute. Tschüss.